Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. In 100 Tagen ist Silvester. Bei der Brandenburg-SPD dürften heute schon die Sektkorken knallen. Und damit schönen guten Abend. Katja hat später den Sport in der Sendung. Guten Abend. Alles zur Brandenburg-Wahl erfahren Sie hier bei uns. Hoch gepokert und wohl gewonnen. Stand jetzt zieht bei der Landtagswahl in Brandenburg Ministerpräsident Woidke mit seiner SPD auf den letzten Metern an der AfD vorbei. Angriffe, Raketen, Zerstörung. Im Grenzgebiet zum Libanon beschießen sich Israel und die Hisbollah immer heftiger. Die Terrormiliz spricht von einer offenen Schlacht. Kuh an der Côte d'Azur bei der Ironman WM in Nizza gewinnt Laura Philipp mit über 8 Minuten Vorsprung und krönt damit ihre Triathlon-Karriere. Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat SPD-Ministerpräsident Woidke alles auf eine Karte gesetzt und das wohl mit Erfolg. Er hatte seinen Verbleib im Amt von einem Sieg seiner Sozialdemokraten abhängig gemacht. Und es sieht danach aus, als wäre diese Strategie aufgegangen. Es könnte eine Beruhigungspille für die SPD und Kanzler Scholz sein. Aber an diesem Abend und in den Zahlen ist auch noch Bewegung. Die Beteiligung an der Wahl, die war mit über 70% sehr hoch. Stefan Leifert in unserem Potsdamer Wahlstudio. Wie sehen denn die aktuellsten Zahlen aus? Ja, wir haben eine ganz frische Hochrechnung extra für die 19 Uhr gemacht. So hat Brandenburg gewählt. Die SPD kommt auf 31,5% Gewinne im 5,3-Bereich. Die AfD kann ebenfalls zulegen, 29,3. Die CDU kommt auf 11,8. Verluste, historisch schlechtes Ergebnis. Die Grünen jetzt bei 4,7, ebenfalls mit starken Verlusten. Die Linken mit 3,6 wären nicht mehr im Landtag vertreten. BVB, Freie Wähler, jetzt bei 2,7%. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht, ja erstmals dabei, kommt auf 12,1%. Die anderen, auch dazu gehört zum Beispiel die FDP, jetzt bei 4,3%. Was heißt das für die Sitzverteilung im Potsdamer Landtag? Wir splitten das hier in zwei Teile. Nach diesem Szenario ohne die Grünen, die absolute Mehrheit liegt bei 45, kämen die SPD auf 30, die AfD eben auf 33, die AfD auf 30, CDU 12, Bündnis Sarah Wagenknecht 13. Hier ein zweites Szenario für den Fall, dass die Grünen doch noch in den Landtag einziehen sollten. Dann wäre die SPD bei 31 Sitzen, die AfD bei 29, CDU 11, Grüne 5 Sitze, Bündnis Sarah Wagenknecht 12 Sitze in diesem Landtag. Also das ist eine Frage, die uns den ganzen Abend jetzt noch begleiten wird. Was heißt das für die Bildung möglicher Koalitionen? Auch hier machen wir das zweigeteilt. Im Szenario, was im Moment gilt, Grüne nicht im Landtag, würde es ganz knapp reichen für ein rot-schwarzes Bündnis aus SPD und CDU. 45 Sitze und genau das ist die Grenze und die notwendige Sitzzahl, die erreicht werden muss. SPD und BSW ganz knapp darüber würde auch reichen. SPD, CDU und BSW würde relativ satt gehen. So, Szenario 2, die Grünen kommen doch in den Landtag. Dann wäre das hier die amtierende, bestehende Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen, während mit 2 Sitzen über der notwendigen Mehrheit. SPD, CDU, BSW würde auch gehen mit 54 Sitzen und genauso SPD, BSW und Grüne mit 48 Sitzen hätte auch eine Mehrheit. Mitri, du hast die Wahlbeteiligung eben schon angesprochen. Wir zeigen sie hier nochmal, weil das wirklich besonders ist. Von 61,3% im Jahr 2019 gestiegen um 11,7 Prozentpunkte auf 73% bei dieser Wahl. Also diese Wahl hat die Brandenburger wirklich mobilisiert. Vielen Dank, Stefan. Ja, es kann für alle noch etwas nach oben oder unten gehen. Insofern garantiert der Abend noch einiges an Spannung, besonders für die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Und die wichtigsten, die stehen jetzt bei Bettina Schausten. Bitte, Bettina. Ja, so ist es, Mitri. Und wir beginnen mit dem SPD-Wahlsieger, Ministerpräsident Dietmar Woidke, der schon gesagt hat, es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat geklappt. Was aussteht, ist die Frage der Koalition. Wir haben es gerade gesagt, Sie können noch nicht sicher sein, dass es mit Kenia weitergeht. Sie hätten verschiedene Optionen, unter anderem gehört das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu. Denken Sie schon daran oder ist es Ihnen im Moment eigentlich noch egal?
Wir sollten erst mal den Abend abwarten und wir wissen morgen erst genau, wahrscheinlich erst morgen im Laufe des Abends dann irgendwann, wer genau im Landtag vertreten ist, welche Konstellationen reichen. Momentan wird es ja nach den Hochrechnungen reichen, wenn wir mit der CDU eine Koalition machen. CDU wird die erste Partei sein, mit der wir Kontakt aufnehmen. Das habe ich mit Herrn Redmann vorhin schon besprochen. Und dann muss man halt sehen, wie sieht denn das offizielle amtliche Wahlergebnis aus. Und dann muss man sehen, wen man noch braucht oder ob man überhaupt noch jemanden braucht oder ob wir es nur mit der CDU machen können. Hans-Christoph Berndt ist der Spitzenkandidat der AfD. Sie haben stark zulegen können im Vergleich zu 2019. Es hat aber jetzt am Ende nicht gelangt für Rang 1. Wie enttäuscht sind Sie und was machen Sie jetzt mit dem Ergebnis? Na, erstmal empfinden wir uns als Wahlgewinner, nicht als Wahlsieger, aber als Wahlgewinner, weil wir zugelegt haben, weil wir, und das ist für mich das Allerwichtigste, weil wir, wenn Sie sich die Altersverteilung angucken, die Partei der Jugend sind. Wir sind die Partei, die bei den Jugendlichen den stärksten Zulauf hat. Insofern ist die Zukunft auf unserer Seite. Und unsere Stärke hat dazu geführt, dass Linke und Grüne mit einiger Sicherheit aus dem Landtag fallen. Und sie hat dazu geführt, dass sich die Parteien, die sich gerne demokratisch nennen, die Masken haben vom Gesicht reißen lassen, vor allem die CDU, und sich als Blockpartei erkennen ließ. Also der Ministerpräsident aus Sachsen von der CDU empfiehlt die Wahl des Ministerpräsidenten der SPD. Herr Redmann, ich weiß nicht, wie lange wollen Sie sich noch kastrieren lassen? Wenn die CDU eine eigene politische Kraft sein will, dann muss sie jetzt die Reißleine ziehen. Als Wurmfortsatz der SPD werden sie untergehen wie die Linken. Herr Berndt ist noch im Wahlkampfmodus, das sieht man. Ich darf einmal, meine Herren, um Sie herumgehen, damit wir uns neu sortieren können. Jan Redmann, ja, ist der Spitzenkandidat der CDU. Man merkt Ihnen die Enttäuschung heute Abend an. Das ist ein historisch schlechtes Ergebnis für die CDU. Warum ist es am Ende so schlecht ausgegangen? Es ist ein ganz bitterer Abend für die CDU. Wir haben gemerkt, dass wir im Sommer gleich auf waren mit der SPD. Und dann kam der Wahltag in Sachsen und Thüringen, der 1. September. Der hat einen Schreck in die Glieder der Brandenburger fahren lassen. Da war die Sorge dann dominierend vor Unregierbarkeit, die Sorge dominierend vor möglicherweise einer stärksten Kraft AfD. Und das hat einen ganz starken Polarisierungseffekt ausgelöst zwischen einerseits dem Amtsinhaber, dem Ministerpräsidenten Woidke, und der AfD auf der anderen Seite. Und da sind dann alle Parteien, haben darunter gelitten, mussten erheblich Prozente abgeben im Vergleich zu den Umfragen vorher. Und Dankeschön, Jan Redmann. Bei uns auch Robert Krummach, der Spitzenkandidat des BSW. Ja, aus dem Stand nach Thüringen und Sachsen, auch hier in Brandenburg, durchaus erfolgreich. Bieten Sie sich jetzt sozusagen Herrn Woidke an, um auch mit Regierungsverantwortung zu übernehmen? Nein, also wir warten jetzt erstmal das Endergebnis tatsächlich ab. Es gibt noch sehr viele Unwägbarkeiten, beispielsweise auch, ob BVB-freie Wähler den Sprung in den Landtag noch schaffen, und dann sehen ihre Modellrechnungen völlig anders aus. Das müssen wir abwarten. Wir haben immer gesagt, uns ist wichtig eine Änderung in der Politik. Wir brauchen ganz dringend Änderungen in der Bildungspolitik, und das können wir auch in der Opposition durchsetzen, aber wir warten erstmal das Ergebnis ab. Werfen wir einen Blick auch auf die weiteren, die kleinen Parteien, beziehungsweise die mit dem heutigen Tag klein geworden sind. Reaktionen von Grünen, der Linken jetzt. Eben noch in der Regierung, jetzt vielleicht nicht mal mehr im Landtag. Unbewegte Gesichter in der grünen Spitzenriege. Sie könnten laut Prognose den Wiedereinzug verpassen, müssen weiter auf Direktmandate hoffen. Wir hatten in diesem Wahlkampf, glaube ich, alles gegeben. Wir hatten natürlich einen krassen Gegenwind auch aus dem Bund, aber wir haben gute Politik gemacht und wir haben einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht. Jubel hingegen bei der SPD. Die Partei von Ministerpräsident Woidke gewinnt laut Prognose den Zweikampf gegen die AfD, die ihr Wahlziel verfehlt, nicht stärkste Kraft wird. In Frage steht außerdem, ob die Linke zum ersten Mal aus einem ostdeutschen Landtag fliegt. Ich würde am liebsten sagen, dass ich jetzt auf die Briefwahlstimmen hoffe und auf das Direktmandat in Strausberg. Aber selbst wenn das klappen sollte, ist das trotzdem ein bitterer Abend. Wir haben uns halbiert und das ist einfach, muss man nicht drum rumreden, ist ein Desaster. Dieses Schicksal teilen die Freien Wähler. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich die letzten Tage es noch mal eine Zuspitzung zwischen AfD und SPD gegeben hat, zulasten aller anderen kleinen Parteien, die da ein bisschen zerrieben worden sind. Und so hoffen auch Sie, dass der Wiedereinzug in den Landtag nach Auszählung aller Stimmen noch über ein Direktmandat gelingt. In der Runde an Dietmar Woidke, der einen persönlichen Sieg eingefahren hat, aber gleichzeitig auch einen für die Bundes-SPD. Was kann Olaf Scholz von Ihnen lernen?
Erstmal ist es so, dass wir uns hier auf Brandenburg konzentriert haben mit der Landtagswahl, dass wir gefragt haben und die Menschen auch gefragt haben, wer ist derjenige oder diejenige, von denen ihr wollt, dass sie das Land führt in die Zukunft. Und diese Frage haben die Menschen eindeutig, und da bin ich auch sehr stolz drauf, beantwortet. Und es ist Vertrauen der Wähler, das man jetzt übertragen bekommen hat. Und das muss man jetzt in Verantwortung ummünzen. Aber ich glaube schon, dass es in der Politik natürlich immer darum geht, dass es auch Menschen sind. Und jede Partei besteht aus Menschen. Und ich hatte nun die Ehre, für meine Partei vorne zu stehen. Aber am Ende war entscheidend die Entschlossenheit und die Geschlossenheit der Brandenburg-SPD. Jetzt haben Sie meine Frage elegant nicht beantwortet. Auch das halten wir an dieser Stelle fest. So, und damit geben wir hier aus Potsdam zurück nach Mainz. Ja, vielen Dank, Bettina, für diese ersten Reaktionen. Ja, und dieser Ausgang dieser Wahlen dürfte auch Signalwirkung für Berlin haben. Nicht nur, weil man dort genau auf Koalitionsmöglichkeiten schauen wird, sondern weil dabei auch schon an die Bundestagswahl im kommenden Jahr gedacht wird. Hier sind erste Reaktionen zusammengefasst von Frank Buchwald. In ihren Gesichtern spiegeln sich Freude und Erleichterung. Die SPD in Brandenburg klar auf Platz 1. Generalsekretär Kühnert deshalb kämpferisch, auch für den Bund. Wir sind uns hier in der Bundes-SPD bewusst, die Probleme, vor denen wir bis eben gestanden haben, die Aufholjagd, die wir im nächsten Jahr noch hinlegen müssen, die ist kein bisschen kleiner, aber wenn es gut läuft, auch nicht größer geworden am heutigen Abend. Das ist unser nüchterner Blick auf die Situation, wie sie sich am heutigen Abend darstellt. Die AfD schneidet in Brandenburg zwar gut ab, ihr Wahlziel, aber stärkste Partei zu werden, verfehlt sie deutlich. Wir haben einmal Gold geholt, zweimal Silber. Das haben keine andere Partei hat das in den anderen Bundesländern geschafft. Also von daher ist natürlich für uns auch in Zukunft wichtig, dass wir unsere Spitzenkandidaten populärer machen, ganz klar. Die CDU stürzt geradezu ab. Von einem Stimmungstest für den Kanzlerkandidaten Merz aber will der Generalsekretär nicht sprechen. Auf bundespolitischer Ebene haben wir jetzt, ja, ich glaube seit dreieinhalb Jahren die besten Umfrageergebnisse. Das wird getrennt. Wir kriegen Rückenwind für den Bund. Aber hier muss man einfach sagen, hier haben wir die Wahl verloren. Und das muss man dann auch sagen. Und Glückwunsch, wie gesagt, an Herrn Woidke. Grüne und FDP bleiben wohl unter 5%. Die Ampel massiv unter Druck. Das Beben von Potsdam erschüttert auch Berlin. Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen. Und dafür braucht es, dass wir beispielsweise deutlich näher sind, näher ranrücken an die Lebensrealität der Leute und genauer zuhören. Das ist aber kein Problem der Grünen alleine. Das erleben ja alle etablierten Parteien. Momentan ist unser eigenständiges Profil als Partei für freiheitsliebende, optimistische und leistungsbereite Menschen durch viel Koalitionsstreit in Berlin verdeckt. Es muss und es wird ein Herbst der Entscheidungen geben. Auch die Linke scheitert an der 5%-Hürde. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hingegen legt einen weiteren Blitzstart hin. So kurz nach unserer Gründung. Erst ganz klar sicher ins Europaparlament eingezogen, über 6%. Dann drei Landtagswahlen, deutlich über 10%. Unglaublich, das BSW. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir werden zusammen dieses Land verändern. Wieder eine Landtagswahl, wieder eine Schlappe für die Ampel. Das politische Klima in der Koalition dürfte damit wohl noch etwas rauer werden. Soweit also die bundespolitischen Reaktionen. Und nicht weit weg entfernt vom Berliner Reichstag ist Wulf Schmiese. Wulf, was werden denn diese vorläufigen Wahlergebnisse in Berlin wohl auslösen? Die sich demokratische Mitte nennen, also von der Union über die FDP, die SPD bis hin zu den Grünen, da sind alle erleichtert erstmal, dass möglicherweise ein Regieren weder mit der AfD noch mit dem BSW in Brandenburg möglich sein muss und oder sein könnte, Stand jetzt. Und das zeigt insgesamt eine Erleichterung. Also hier hat tatsächlich die, die sich demokratische Mitte nennen, gemeinsam, und so sehen sie sozusagen auch die eigenen Verluste teilweise bei der Union, bei den Grünen, ihren Tribut gegeben, damit Woidke an der Spitze bleibt. Was bedeutet das jetzt, diese Situation, für Kanzler Scholz? Kanzler Scholz ist derzeit ja in New York bei den Vereinten Nationen, hat sich zuschalten lassen zum SPD-Präsidium, und dort war große Erleichterung. Und ein bisschen, wenn wir immer das Wort hören, Aufholjagd, Mitri, ist das auch das Triggerwort und das Hoffnungswort für die SPD, dass das auch einem Kanzler Scholz
gelingen könnte. Also die K-Frage wird offenbar zurzeit jedenfalls nicht diskutiert bei der SPD. Und eben habe ich noch erfahren, Scholz ist ja in New York, ist dort angesprochen worden, ob er das Ergebnis kommentieren wollte. Das will er heute nicht, das will er erst morgen. Die Frage war dann, und wie ist die Stimmung im Präsidium der SPD? Und da war seine Antwort schmunzelnd gut, natürlich. Vielen Dank nach Berlin. Wolf Schmiese war das für uns. Ja, mehr Analysen und natürlich immer wieder frische Zahlen aus Brandenburg gibt es direkt nach unserer Sendung im ZDF-Wahlstudio oder jederzeit online in unserer ZDF-Heute-App. Morgen hat Wirtschaftsminister Habeck ja zum Autogipfel geladen. Das ganze Wochenende über werden aber schon Ideen gehandelt, was der angeschlagenen Autoindustrie in Deutschland helfen könnte. Ein Förderpaket, das den Verkauf von E-Autos ankurbelt, schlägt die IG Metall vor. SPD-Wirtschaftspolitiker fordern eine neue Abwrackprämie. CDU und FDP warnen vor neuen Subventionen und wollen, dass auch Verbrenner eine Zukunft haben. Ob Wirtschaft, Klima oder Kriege, die Welt steht vor enormen Herausforderungen. Und um die geht es beim Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York. Wolf hat es gerade erwähnt. Zu Beginn wurde ein unter deutscher Führung ausgehandelter Zukunftsplan angenommen. Er sieht Reformen der UN vor. Bundeskanzler Scholz rief die Vollversammlung zum gemeinsamen Handeln auf. Lasst uns Schritt für Schritt in eine Welt gehen, die sicher, gerecht, gleichberechtigt, inklusiv und vor allem friedlich ist, sagte Scholz. Die Welt blickt auch mit größter Sorge in den Nahen Osten, wo sich aktuell der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter zuspitzt. Die Hisbollah spricht von einer Schlacht der Abrechnung. Raketen flogen heute auch nach Haifa. Alles völlig inakzeptabel, sagt Israel. Man werde alles tun, damit auch im Norden des Landes Menschen sicher leben könnten. Mehr von Dominik Lessmeister. Bilder einer Autokamera. Sie zeigen den Einschlag einer Rakete der Hisbollah in Kiryat Bialik in der Nähe der Hafenstadt Haifa. Mehr als 100 Raketen habe die Hisbollah in der Nacht vom Libanon aus auf den Norden Israels gefeuert. Die meisten habe Israels Armee abfangen können. 6 Menschen seien verletzt worden. Alles wurde zerstört, sogar das Fenster des Schutzraums. Eine totale Verwüstung, aber mir geht es gut. Israels Luftwaffe wiederum hat in mehreren Angriffswellen hunderte Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen. Kein Land kann es tolerieren, dass auf seine Bewohner und seine Städte geschossen wird. Und wir, der Staat Israel, werden es auch nicht tolerieren. Wir werden alles Notwendige tun, um die Sicherheit wiederherzustellen. Angesichts der Eskalation sind Krankenhäuser im Norden Israels angewiesen worden, ihre Patienten in Schutzräume zu verlegen. In dieser Klinik in Haifa können sie über 2000 Menschen versorgen, unterirdisch, geschützt vor Raketenangriffen. Jetzt in den Iran. Dort gab es Tote und Verletzte bei einer Gasexplosion in einer Kohlemine. Dabei sind mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen und 20 verletzt worden. Ursache des Unglücks eine Methangasexplosion in gleich 2 Stollen, so die Staatsmedien. Wegen mangelnder Sicherheitsstandards kommt es im iranischen Bergbau immer wieder zu Unfällen. Rund 2,5 Monate hat es gedauert. Jetzt steht in Frankreich die neue Regierung fest. Das Kabinett von Premierminister Michel Barnier ist ein Mitte-Rechts-Bündnis. Und das, obwohl bei der Wahl im Juli linke Parteien gewonnen hatten. Schon vor der Bekanntgabe des neuen Kabinetts gestern waren darum in mehreren Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen. Wer am Münchner Oktoberfest ganz besonders das Brauchtum mag, für den war heute schon der Höhepunkt, der Trachtenumzug. Wie immer ging es für die Schützenvereine und Trachtengruppen von der Innenstadt zur Theresienwiese. Und wie immer galt beim Dresscode, alles streng nach historischen Vorbildern, selbst für die Jüngsten der rund 9000 Teilnehmer. Mindestens genauso authentisch die großen Gespanne der Bierbrauer mit ihren 200-Liter-Festen. So, jetzt zu Katja und einem wirklich erfolgreichen, ereignisreichen Sport aus deutscher Sicht. Genau, und zu einem Weltmeistertitel im Triathlon. Laura Philipp hat in Nizza an der Côte d'Azur über die Ironman-Distanz gewonnen. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer laufen und im Ziel eine in Freudentränen aufgelöste Laura Philipp.
Den Grundstein zum Sieg legt Philipp über die bergige 180 Kilometer Radstrecke im Hinterland von Nizza. Von Platz 15 nach dem Schwimmen fährt die 37-jährige Heidelbergerin ganz nach vorn. Pech dagegen für Mitfavoritin Anne Haug. Die Vorjahreszweite muss nach einem Defekt am Hinterrad aufgeben. Laura Philipp im abschließenden Marathon zunächst neben Cat Matthews, schüttelt die Britin aber schon früh ab. Matthews mit Problemen wird Zweite. Laura Philipp zieht durch, läuft nach gut 8 Stunden 45 Minuten zum WM-Titel. Den WM-Titel im Einzelzeitfahren der Elitefrauen bei der Rad-WM in Zürich in der Schweiz hat die Australierin Grace Brown gewonnen. Antonia Niedermayer aus Rosenheim wurde Vierte und darf sich damit aber, wie schon im Vorjahr, auch Weltmeisterin nennen. Warum? Die 21-Jährige war die Beste in der U23-Wertung, die parallel ausgefahren wurde. Und im Einzelzeitfahren der Männer gewann der große Favorit, Doppel-Olympiasieger und Doppel-Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien. Bester Deutscher Miguel Heidemann auf Rang 20. Jetzt Fußball, Bundesliga, erstes Sonntagsspiel. Leverkusen gewinnt mal wieder in der Nachspielzeit. 4:3 gegen den VfL Wolfsburg. Und noch dies, Lando Norris macht die Formel-1-Saison wieder spannend, zumindest ein bisschen. Der McLaren-Pilot gewann das 18. Rennen der Saison, den großen Preis von Singapur, souverän mit 20 Sekunden Vorsprung, sein insgesamt dritter Sieg in diesem Jahr. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull, der 6 Rennen vor Schluss noch 52 Zähler Vorsprung hat. Nico Hülkenberg fuhr auf Rang 9 in die Punkte. Schönes Feuerwerk mal Schickes wieder. Schickes Feuerwerk gab es auch immer. Noch. Dankeschön, Katja. So, wir haben noch fix die Wetteraussichten für morgen für Sie. Die sehen so aus, morgen von Südwesten her kräftige Schauer und Gewitter, im Nordosten trocken mit Sonnenschein. Temperaturen zwischen 19 und 26 Grad. Um 21.45 Uhr gibt es die neuesten Zahlen, Interviews und Analysen im Heute-Journal mit Christian Sievers. Und hier geht es jetzt direkt weiter im ZDF-Wahlstudio in Potsdam mit Bettina Schausten.